Ihr Lieben, wir machen dieses Jahr ein besonderes Weihnachtsspecial, nämlich wir empfehlen euch keine Filme, sondern damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, reden wir ein bisschen über die Weihnachtsfilme, ohne die Weihnachten nicht Weihnachten ist. Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Und das könnte sehr, sehr viel über uns aussagen, würde ich mal behaupten. Welche Filme das sind, seht ihr jetzt. Willkommen in der Filmfabrik. Völlig daneben. So, es weihnachtet sehr auch hier im Kanal der Filmfabrik. Wir müssen über Weihnachtsfilme sprechen natürlich. Frage vorab, bist du der Traditionalist? Also bist du bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Dingsbums? Bist du bei diesen ganzen Netflix-neuen Geschichten, die da jedes Jahr einfach wie auf die Plattform geschissen werden? Oder bist du irgendwo dazwischen? Ich bin ein bisschen dazwischen. Also hier drei Apfelbirnen für Aschengröße habe ich nie geguckt. Habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich war eher so der Actionfilm, aber auch ganz natürlich Kevin allein zu Hause. Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an? Hm. Das konnten wir noch vergessen. Kevin! Das ist für mich ein absoluter Weihnachtsfilm. Den konnte ich mitsprechen. Und der war klar. Wenn dieser Film nicht da war, früher in diesem, Fernsehen, was man so sagt, TV. Was war das? Das ist so ein Gerät, da konnte man überhaupt nichts einstellen. Da konntest du nur auf anmachen und dann musste gucken, was da kam. Was da angeboten wird, ja, total Wahnsinn. Ja. Also Kevin allein zu Hause. Aber ganz kurz als Anspielung, was du gesagt hast. Klaus auf Netflix. Ja. Dann bis später. Also dafür lege ich meine Hand ins. Muss ich sagen, den habe ich letztes Jahr gesehen. Also viel zu spät, nachdem der eigentlich schon lang ist. Und da finde ich es traurig, dass da irgendwie nichts nachkommt in der Animationsfilm. Und los! Augenblick mal, stopp! Ehrlich? So lachen Sie? Ich habe letztes Jahr diesen Film mit Lindsay Lohan gesehen. Aber lass uns doch über was anderes sprechen. Nee, welcher Film ist es denn? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie er heißt. Ich weiß nicht, ist er irgendwo in so einem Dorf und wir sind alle zugeschnitten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also eine klare Empfehlung. Und dann absolut. Guck doch mal, Lindsay Lohan, Weihnachtsfilm, Netflix. Haben tatsächlich viele geguckt, mir war es völlig egal. Also Kevin allein zu Hause, natürlich. Institution, Kevin allein in New York, eigentlich auch so ein bisschen. Meine Familie ist in Florida und ich bin in New York. Merkwürdigerweise verlieren wir nie unser Gepäck. New York ist für mich ein ganz gutes Stichwort, weil für mich ist das die Stadt, die irgendwie so Weihnachten am krassesten so immer für mich war als Kind. Ja, boah, diese ganzen Lichter und so. Und das waren diese ganzen Filme, Kevin allein in New York, aber auch natürlich das Wunder von Manhattan. Also okay. Das sind halt solche Filme, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte irgendwann Weihnachten in New York mal sein. Oder zumindest so davor, diese Vorweihnachtszeit. Ich konnte mir diesen Traum irgendwann mal erfüllen. Und es ist ja wirklich nicht gelogen. Es ist ja wirklich fantastisch da. Und daraus dann so rückwirkend jetzt die Filme nochmal zu gucken. Aber dann sitzen wir da immer und sagen, waren wir und dann da bei Bergdorf und bla bla bla. Das gehört bei uns irgendwie schon dazu. Und ich gucke eher nochmal das Wunder von Manhattan als Kevin allein in New York. Santa Claus, I've known for a long time. He's not real. Also meine damalige Freundin hatte ein paar Traditionen, nämlich das Wunder von Manhattan. Mhm. Und immer, und deswegen kann ich den Film jetzt auch mit sprechen, ist Der kleine Lord. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Havisham. So, das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Der kleine Lord, so mein eigenes Pony. Das ist so ein Zitat, wo irgendwie immer sagt, so, hey, das versteht kein anderer. Ja. Aber in ihrer Familie war es immer so, es war auf jeden Fall, den Film muss ich gucken. Keiner in der ganzen Welt hat so ein gutes Herz wie du, Großvater. Das weiß ich bestimmt. Wo wir gerade im ARD-Programm sind, es ist kein Film, aber Loriot, früher war mehr Lametta, das kleine dicke Kind, das da steht, Loriot ist halt, auch wenn er jetzt 100 geworden ist und damit 150 Jahre älter ist als ich, damit kann ich immer noch sehr, sehr viel anfangen. Das ist schon sehr meine Humorfarbe, gehört ja aber eigentlich nicht hin, möchte ich nur sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt. Wahrscheinlich fröhliche Weihnachten mit Papa den Hoppenstädts. Nee, irgendwas mit den Hoppenstädts. Ihr wisst genau, was ich meine. Gucke ich auch immer, müsste ich mir vielleicht mal den Titel merken. Und für mich ist mein absoluter Weihnachtsfilm, wie gesagt, eher so actionreich, ist Batman 1 und 2. Also von Tim Burton. Of the night. Ja? Die Filme, also auf jeden Fall der zweite Teil, spielt an Weihnachten und der fängt auch so an, es ist weihnachtlich, die Geburt vom Pinguin und wieder so verscheucht wird und es schneit alles. Es ist Weihnachten in Gotham City und deswegen ist Batman 2, Batman Returns, mein absoluter Weihnachtsfilm. Above Gotham
looms its greatest hero. Obwohl, der, als Kind hatte ich echt Schiss vom Pinguin, ja, der da so sammert und eklig gespielt, ja, von Danny DeVito. Fantastisch im Nachhinein. Natürlich. Und auch Danny DeVito, du denkst doch nicht, dass du gewinnen wirst. Batman mit dem, finde ich, immer noch dem coolsten Wagen der Geschichte. Mhm. Jetzt ist es Zeit, zurückzukehren. Und auch das erste Mal in so einer anderen Rüstung. Teil 1 war fantastisch, aber in Teil 1 konnte man so dazwischen greifen, zwischen der Maske. Ja. In Teil 2 sah er schon irgendwie anders und besser aus. Ich habe das Gefühl, du bist in dem Batman-Kosmos ein bisschen mehr drin als ich. Mein New York-Feeling bei dir, wolltest du auch unbedingt mal Weihnachten in Gotham City verbringen? Ja, auf jeden Fall. Ja, da sind sehr viele Clowns, die rumspringen und so. Und Pinguine mit Lasern, ich weiß nicht, und Bomben. Ja, ja, ich muss man mal gemacht haben. Weihnachten in Gotham City, man. Absoluter Trip. Mein All-Time-Favorite ist Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger. I'll get that toy. I promise. Keine Ahnung, wer von euch diesen Film jemals gesehen hat. Ich habe ihn irgendwann als Videokassette für diesen Fernseher, habe ich den geschenkt gekriegt und habe ich den angemacht. Und es gab Jahre, da habe ich ihn vom zweiten Advent täglich geguckt. Es ist ein fantastischer Film. Arnold Schwarzenegger spielt so einen Workaholic-Dad, der irgendwie so verpasst, seinen Sohn in der Vorweihnachtszeit irgendwie nochmal so zu sehen. Und dann ist er nicht bei seiner Karateprüfung. Und dann vergisst er auch noch das wichtigste Geschenk zu kaufen, nämlich den Turbo-Man. Turbo-Man. Es ist Iron Man, nur halt in weihnachtlich und in diesem Kosmos. Und es ist eine so lustige Weihnachtsgeschichte. Och, der geht mir immer das Herz auf. Und es ist der Film, wegen dem ich glaube zu wissen, wie die Rentiere des Weihnachtsmann heißen. Weil es gibt ein Quiz in diesem Film, wo man nochmal einen Turboman gewinnen kann. Und deshalb ist Arnold Schwarzenegger ganz, ganz aufgeregt, weil er die Rentiere kennt. Und dann läuft er hin in diese Radiostation und sagt, Sauser, Tänzer, Fuchs, Komet, stolzer Jupiter, Donner, Blitz, ich habe gewonnen! Ja. Und deshalb glaube ich, dass die Rentiere das so heißen. Wenn es nicht stimmt, ist es Arnold Schwarzenegger. Also auf jeden Fall, einer heißt Wichsen, das weiß ich noch, mit V geschrieben. Want a Turbo Man for Christmas? Forget it, I'm not gonna sit in your lap. Das hat er nicht gesagt, vielleicht weil es ein Familienfilm war. Aber vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen den englischen Rentiernamen und den Amerikanern, den deutschen vielleicht. Also einer heißt aber Wichsen heißt doch schon auf Deutsch. Wichsen heißt auch auf Deutsch. So. Direkt FSK 18 dieses Video. So, Miscusi, ja. Das weihnachtliche Gefühl ist auch dahin. Ja. Also, du empfiehlst Batman? Ich empfehle auf jeden Fall Batman, also Batman 1, Tim Burton mit Joker müsst ihr gucken. Mhm. Aber der Weihnachtsfilm für mich ist Batman Returns mit dem Pinguin und Danny DeVito. Fantastisch. Auch mein Weihnachtsfilm ist ganz klar Stirb langsam 1. Wir werden Ihnen jetzt eine Lektion erteilen, was wirklich Macht bedeutet. Ja, auch wieder so ein Action-Ding. Ja, ja, aber es ist an Weihnachten und es geht deswegen Weihnachten. Aber ist es ein Weihnachtsfilm? Ja, das ist nämlich das Ding. Ich glaube, Bruce Willis, da fing schon die Krankheit so ein bisschen an, hat ja irgendwann mal in einem Interview gesagt am Ende so, und übrigens, Die Hard, it's not a Christmas movie. Und da hat er natürlich, ja, gut. Läuft aber trotzdem an Weihnachten, was wollt ihr? Das stimmt. Da liegen Sie ganz schön daneben, Jack. Wollen Sie vielleicht beim nächsten Mal den Einsatz erhöhen? Ihr könnt auch Sissi gucken. Oder Schöne Bescherung. Schöne Bescherung. Ich wollte immer ein Haus haben, das ungefähr so leuchtet wie das von Chevy Chase in dem Film. Hab ich nie gehabt. Aber auch diesen Wunsch werde ich mir irgendwann erfüllen. In New York. Genau, da kaufe ich mir ein kleines Apartment und das hänge ich zu mit ganz vielen Lichtern. Was sind eure Weihnachtsfilme, die einfach nicht fehlen dürfen? Die Kommentarspalten sind jetzt eröffnet, waren es eigentlich auch schon die ganze Zeit. Gerne einfach mal reinschreiben, wir sind sehr gespannt, was ihr immer guckt und was bei euch nicht fehlen darf. Und gerne auch Bezug nehmen, ob irgendjemand Versprochen ist, versprochen kennt. Wie die Rentiere heißen. Ja. Was haben wir noch besprochen? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Weihnachtsglocke aktiviert, dann verpasst ihr nie wieder solche verrückte Videos, in denen ihr erfahrt, wie vielleicht die Rentiere des Weihnachtsmann heißen oder nicht. Klingglöckchen, Klingelingeling. Habt ein schönes Weihnachten. Oder wenn ihr es nicht feiert, habt einfach schöne Tage, wenn ihr die Filme trotzdem gucken möchtet. Herzlichst eingeladen. Macht euch eine schöne Zeit. Macht es euch schön mit Freunden, mit Familie, alleine, wie auch immer ihr möchtet. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.